Und damit hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Bravely Default. Wie gesagt, werde ich den Job hier ändern. Er wird den Freiberufler fertig machen, weil er ist mit Level 10 schon ziemlich nah dran. Er wird aber hier direkt... jetzt ist die Frage, was sind das für Jobs? Ich muss mal kurz nachgucken, denn am besten ist natürlich für ihn er muss was Magisches machen, weil er hat natürlich den dadurch, dass er so viele Magie-Sachen gemacht hat, ist er natürlich ideal dafür. Okay, der Geisterrufer ist eher noch ein zweiter. Jetzt ist die Frage, was könnten wir ihm geben? Glücksspieler ist... Also er war ja bisher Schwarzmagier und Rotmagier. Also Rotmagier haben wir hier. Was könnte sich gut eignen für ihn? Na, ich habe eine Idee. Wir machen ihn zum Bestienhändler. Da haben wir ja schon... Ich finde, seine Kostüme sehen irgendwie immer am komischen aus. Jetzt müssen wir gucken. So. Und am besten gleich noch, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, hier hauen wir mal eine große rein. Und noch eine. Dann haben wir zumindest Level 6. Und mit Level 6 sollten ja zumindest einigermaßen die Sachen jetzt Schaden machen, beziehungsweise die Leute durchkommen. Und ich laufe natürlich in die Gegner rein, das ist natürlich immer noch das Beste. Come on, then. Let's have it. What's the plan? So, was haben wir denn hier? Verringert den physischen Schaden, den magischen Schaden. Machen wir mal das. Okay, what's the plan? Okay, du kannst einfach zuschlagen. Niederman. So, jeder kriegt auch noch eine magische Komponente. Ich würde mal sagen, einfach sie heilen. Der Rest hat gar nicht so viel Schaden genommen. Wir haben auch jetzt so langsam viel Life. Also jeder von uns hat fast 4000 Leben. Oder sogar mehr. Wenn ich da bedenke, wie wir da am Anfang standen, wo sogar noch Leute nur 2000 Life hatten. Also am Anfang von nein, das war natürlich jetzt blöd, weil ich den dann nicht einfangen konnte. Aber am Anfang von dem Abschnitt, also von dem Kapitel, hatten wir ja oh mein Gott. Hatten wir ja das Problem, dass wir live-mäßig ziemlich hinterher waren. Und... Ja. Ich glaube, das sollte eine gute Möglichkeit sein, den einzufangen. Was ist der Plan? Zu
Wir machen halt trotzdem wenig Schaden. Ich hoffe, dass Elvis noch kommt, bevor der... Here I go. Okay, oder so. Aber das sollte jetzt... Das mit dem Fangversuch funktioniert noch nicht so gut. Ach, Gloria hat ja extrem viele Punkte. Wow. Das war... Der Kampf war schon einfach, aber wir haben so gut wie keine Punkte erhalten. Und da sehen wir auch das, was ich letztes Mal gesagt habe. Wir haben mehrere Stockwerke. Super. Das bedeutet natürlich wieder so ein Hin und Her. Okay. Das habe ich nur aus Zufall gesehen, dass die Wand so kaputt, also so verletzlich aussah. Und ich dachte, vielleicht kann man die kaputt machen. Erinnert mich irgendwie an Paper Mario. Gut, da er macht auf jeden Fall deutlich mehr Schaden. Ja, viel tut es aber nicht. Ah, okay, das macht doch was aus. Ich habe mir schon gedacht, sieht nicht so aus, als würde es was ausmachen. Aber der kann doch selbst mit Zaubern verfehlen. Ja, jeder von uns hat fast 4000, bis auf Elvis gerade. Also das ist entspannt. Boah, das macht sich 20 Mana mit seinem Angriff. Das war heftig. So. So. Ja gut, der zweite war schon klar, dass der vier schlägt. Ich bräuchte eigentlich auch den Mana-Entzug, also das, was Elvis hat, wo er beim Angriff Mana generiert. Weil dadurch, dass sie zumindest schon die Rache hat, was eigentlich auch eine super Idee wäre für Adele und und einer wie. So, das war zu erwarten. Das ist immer das Problem, wenn man einen von diesen Verbündeten hat, dann greifen die halt immer direkt an. Also Gloria ist auf jeden Fall gebraucht. Die braucht beim nächsten Mal auf jeden Fall mal irgendeine physische Klasse, weil die vielen BP, die sie bekommt, auch Rache, die kann sie nicht gut nutzen. Sie braucht einen besseren Angriff. Das ist nämlich irgendwie das, die BP kannst du gut nutzen, wenn du auch gut zuschlägst. Aber da sie bisher eigentlich nur immer Verteidiger ist, also Heiler, hat sie halt wirklich nur... Ja... Keine so guten Werte. Okay, what's the plan?
right on the money. Here I go. Oh, sie hat gar keinen Mana mehr. Okay, das ist schon. So. Let me help you. It's nothing. Time to play my trump cards. Yeah. Okay then. I'm up, huh? Sorry, don't take it personally. Dafür ist Elvis halt wirklich mit dem ganzen Ding. Be healed. I'm back in the game. Let him have it. Okay, nee, das warten wir jetzt erstmal mal ab. Weil wenn die gerade im Default sind, dann die sowieso zu viel zu wenig Schaden. What's the plan? Save my bacon there. Alrighty! You better be ready for this! Okay. Brace yourself. Ja, die Typen kann man auch anfangen, weil die alle zählen als Monster. Die einzigen, die man glaube ich nicht einfangen kann, sind, wie heißt... Ding, Bosse, So. It's my time to shine. I'll give it all I got. Das ist auch ein bisschen lächerlich, diese Freiberufler-Sache. Also die volle Offensive vom Freiberufler, er kriegt ein magisches Schwert, das er dann aber wegwirft. Also. Very well. Ich hätte mir zumindest beim Freiberufler hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass es irgendwie charakterspezifische Sachen gibt. Also gerade so Sachen wie, dass eben eine wie Gloria, Elvis, Adele, dass die jeweils unterschiedliche Sachen haben, dass Elvis, der ja eher so der Magier ist, dass der halt dann was Eigenständiges macht, was eher in Richtung Magie geht. Vielleicht macht alles denselben Schaden. Aber so, dass jeder im Prinzip seinen persönlichen Move hat, wenn man so will. Weil... Oh. Gott. Eine böse Überraschung springt aus der Truhe und das andere Vieh, was hinter uns ist, das springt uns auch gerade an. Come, let us fight. Ja, genau, so ein Viech. Das sind doch Dämonen, also... Okay, then. Okay. Anfällig für heilig, Wasser... Schwert und Stab und sind Dämonen, okay. Das ist halt. Heed my call. We all have our weaknesses. Er zieht auf den, wir gehen trotzdem auf den. Oh, what's next, I wonder? Wir haben noch keinen Schatten. Also. Here I go. Bisher gibt es noch keinen Helden. Der Schattenschaden verursacht bei uns. Ja. What's the plan?
Außer, nee, Your days are numbed. Wonderful. Überleg gerade zumindest. Ich glaube, keiner hat Schattenzauber. Okay. Zumindest. Das ist mein Wissensstand. Sie weiß halt kaum, was sie anfangen sollen mit ihrem BP, weil die Mana, die sie da verbraucht hat, das sind halt ziemlich viele. Und die regeneriert nicht so gut. Mein Elvis, den man jetzt hier gerade sieht, der hat diese passive Regeneration. Die macht er ja auch noch. Also er macht die passive und er regeneriert dann mit jedem Angriff so viel wie mit der passiven. Das ist eben. Verdammt, hat es doch noch einen geholt. Ich hab gedacht, wir könnten dem aushalten. Aber die Kämpfe gehen jetzt, wo wir mit Elvis irgendjemanden haben, der. Ach du, nee. Nee, keine Sechsergruppe, das könnt ihr vergessen. Das ist ein Kampf, der viel zu lange dauert. Das ist eigentlich nicht gut. Ach komm! Das ist auch wieder sowas. Da Erzengel. So, Vita. Jetzt hat sie halt kein Mana mehr. Und sie regeneriert Mana so schlecht, weil sie diese Osmose oder wie das heißt, nicht hat. Ich weiß gar nicht, wo das her war. Ist das vom. Da. Ist das vom. Das ist nicht vom Schwarz. Doch, das müsste vom Schwarzmagier sein, sonst hätte Elvis das nicht gehabt. Oder das ist vom Red Mage in den höheren Levels. Okay, what's the plan? Das kommt nicht mehr, ist so ewig hier. Let's see how you like this. Ah! And like that, that's it. What's the plan? Oh, did I hear a word to meet your maker? So, die ganze Kuppel, ich glaube, das regeneriert auch Mana. Here goes. Please, hear my prayer. Oder. Hat, nee, das heilt 9.999. Nee, das heilt nur so und die kriegen diese passiven. Okay. Still standing. Er war wieder so weit, dass wir ihn hätten fangen können. Sie hat halt. Dadurch, dass sie. Sorry to be a pain. You're right. Ja, dann nützt keiner einfangen. Keinem einfangen was. Echt wenige, die irgendwie mit einem normalen Angriff irgendwas machen können. Ja, ja.
Die fügt halt nur 16 Schaden zu. Das ist halt gut, sie lässt verstummen. Das ist besser wie nichts, aber... What's the plan? That was a good one. Okay, what's the plan? Here, try this. So kriegen wir den Schutzwunder, das darf ich nicht vergessen. Very well. I'm up, huh? Found your shameless heal. Okay then. Ich glaube, keiner von den Gegnern hat mehr einen Buff, außer die Stille. So. Jetzt macht Niederman zumindest mehr, weil der Schutz... Ja. Let me see. Auf Elvis macht es schon wesentlich mehr Sinn, dass er jetzt... Let's see how you like this. Here I go. Oh, vielleicht können wir den fangen. Right. Let's see. You better be ready for this. So. Ja, noch zwei Fangen versuchen, habe ich auch keine Lust mehr. That's got nothing to do here, pal. Das Verstummen bringt halt auch nichts, weil gegen seine Fähigkeit, mit der er sich Schutz gibt, ist halt eine Fähigkeit und kein Zauber. Sonst, ja. Okay, irgendwie habe ich mich verrannt. Ich muss da oben rum. Okay. This isn't good, is it? Auch wenn das leichte Ziele sind, ich komme so gut wie gar nicht voran. Das ist bescheiden. Ich müsste da fast schon wieder zum Eingang zurück, so wie ich das gerade gesehen habe. Weil der Weg, wo wir jetzt lang gehen sollen, ist... Ey, es sind so viele Gegner in diesem Dungeon. Oh Gott, nee, gegen 6 Stück. Der schafft auch nie die Flucht. Let's see how you like this. That was nothing. Ja, super, jetzt kommt dieser Effekt, aber ich möchte fliehen. Ich möchte aus dem Kampf raus. Ey, 3 von 4 Fluchtversuchen fehlgeschlagen und mit dir. Da kann ich jetzt nicht fliehen, weil ich muss mir die ganze Gruppe wieder aufpeppen. Weil auch wenn die Gegner, ich hasse das so, weil die haben alle so viele Trefferpunkte. Jetzt sind wir schon bei 4 fehlgeschlagenen, 5. Ey, meine ganze Gruppe fällt und dann muss ich alles nochmal machen, weil ich zwischendrin nicht speichern kann. Das kannst du dir nicht geben. Okay. Also die Kämpfe, also da haben sie echt einen Bockmist gebaut, habe ich langsam das Gefühl, weil... Du kannst nicht ausweichen! Was ist denn das? Du kannst den nicht davonlaufen! Das muss doch möglich sein! Das war früher, am Anfang ging das so leicht! No,
du konntest am Anfang fast jeden Gegner weglaufen. Auch wenn du es einigermaßen gescheit gemacht hast. Aber so macht es ja gar keinen Spaß. Du kommst hin, du siehst die gerade so und die rennen schon auf dich zu. Da oben ist er, da unten ist auch einer, da ist noch einer. Was soll denn ich hier? Und hier, da sind wir auch direkt am Eingang. Und da ist natürlich auch noch ein Gegner. Was ist denn das? Und das sind wieder 6 Mann? Na, nur 3. So. Im Prinzip habe ich nichts erreicht, aber ich werde jetzt hier draußen mich nochmal hochheilen, werde hier jetzt endlich speichern können und dann werden wir beim nächsten Mal sehen, wo uns die Reise hinführt, weil das ist echt... Vielleicht werde ich ein paar Level draußen noch machen irgendwie, aber so ist es halt ewig. Also dann, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.